Hallo, ich möchte euch kurz die Initiative Energie statt Mehrwertsteuer erklären. Mein Name ist Markus Hegi und ich bin von der grünliberalen Chloten. Die Initiative will also die Mehrwertsteuer aufheben, vollständig abschaffen und ersetzen durch eine Energiesteuer, also eine Steuer auf nicht erneuerbare Energien, wo genau gleich viel Einnahmen für den Bund schafft. Also wir zahlen weder mehr noch weniger Steuern, es ist genau gleich viel Steuern, einfach ökologisch an einem sinnvolleren Ort. Konkret heisst das, dann wird Heizöl, Benzin, Gas, Uran, solange es das noch gibt, wird dann um einiges verteuert. Und dafür wird alles andere bis zu 8% billiger. Nicht genau 8% natürlich, weil im den meisten anderen Dienstleistungen und Produkten hat es ja auch nicht erneuerbare Energie drinnen im Transport oder in der Herstellung, dann wäre es dann 5, 6 oder 7% sein, wo gewisse Produkte sich dann verbilligen. Das ist ökologisch sinnvoll, weil dann lohnt sich ökologisches Verhalten viel mehr als heute. Das heißt, es lohnt sich zum Beispiel, sein Haus zu isolieren, auch ohne staatliche Subventionen oder Solarzellen aufs Dach tun. Oder wenn Sie ein neues Auto kaufen, dann überlegen Sie sich vielleicht zweimal, ein bisschen sparsameres Auto zu kaufen. Und das ist wirklich das Einzige, was die Initiative will. Besteuerung auf den Mehrwert ersetzen durch eine Besteuerung auf nicht erneuerbare Energie. Wenn Sie den Verfassungsartikel anschauen, dann sehen Sie so Sachen wie 13,1% für AHV und IV, dann 5% für Prämienverbilligung und Krankenkassen. Das ist alles identisch, eins zu eins übernommen vom Verfassungsartikel von der Mehrwertsteuer, wo heute in Kraft ist. Also an der Verwendung ändert sich überhaupt nichts. Das ist genau alles identisch. Das Einzige, was sich verändert, ist, woher die Steuer kommt. Nämlich nicht aus dem Mehrwert von dem Produkt, sondern auf der nicht erneuerbaren Energie. Warum Mehrwertsteuer? Weil Mehrwertsteuer, außer dass sie Einnahmen für den Staat generiert, 21 Milliarden im Moment, mit Ausnahme von dem ist es eigentlich keine sinnvolle Steuer. Sie haben zum Beispiel die Einkommensteuer, die hat einen sozialen Umverteilungseffekt, oder Sie haben Steuern wie Tabak- oder Alkoholsteuern, die haben sinnvolles Verhalten, wenn die Steuern. Aber die Mehrwertsteuer hat eigentlich keinen solchen sinnvollen Effekt. Und auf der anderen Seite ist es eine sehr komplexe Steuer. Das sind also 30.000 Unternehmen, 300.000 Unternehmen, füllen Mehrwertsteuerabrechnungen aus und müssen genau ausrechnen, wie viel Mehrwertsteuer sie müssen zahlen müssen. Es hat also einen grossen administrativen Aufwand dahinter. Und Energiesteuer demgegenüber ist extrem simpel, weil die kann man direkt beim Import auf den Import draufschlagen. Also das sind dann 20 Unternehmen hauptsächlich, die nicht erneuerbare Energie importieren, die kann man direkt bei diesen 20 Unternehmen erheben und das ist dann eigentlich schon alles. Ja, ich hoffe, ich kann Ihnen einen Überblick geben. Fragen bitte unten im Kommentarfeld, beantworte ich sehr gern und vielen Dank für Ihre Zeit.